Hey, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Und zwar habe ich jetzt schon über 30 Abonnenten. Und das in so kurzer Zeit, in der ich jetzt erst regelmäßig Videos mache. Vorher habe ich ja nur so mal so kleine Videos von Conventions oder so hochgeladen. Ja, ich freue mich natürlich total über jeden Einzelnen und dachte mir, bei dem Anlass kann ich jetzt nicht einfach nur ein normales Update abdrehen oder eins meiner Artbooks zeigen. Und deswegen habe ich gedacht, anlässlich zu schon über 30 Abonnenten, für manchen mag das wenig sein, für mich ist das viel, zeige ich euch heute mal meine kleine Sammlung an Nana Haruta Gimmicks. Ich hatte ja schon mal in meinem, ich glaube, das war mein Konichi-Video, hatte ich ja erwähnt, dass ich totaler Fan von ihr bin. Ich besitze von ihr Stardust Wing 1 bis 9. Ich besitze Crazy Little Cactus 1 bis 4, Chocolate Cosmos 1 bis 4, Love Bearish 1 bis 5. Also ich habe die Manga, die von ihr hier rausgekommen sind, alle im Regal stehen. Ich liebe ihre Zeichnungen. Ich finde, die Frau ist einfach super talentiert. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal ein Artbook rausbringt, weil das wäre für mich der absolute, ja, die Krönung meiner Sammlung. Diese kleine Tasche kennt ihr ja schon aus meinem Konichi-Video. Die habe ich ja dort gekauft. Das ist so. Da hatte ich sie noch nicht aufgeblasen. Das ist so eine aufblasbare Tasche. Und da sind halt, ist halt Anna drauf von Stardust Wing und ihr kleines Hörnchen. Ja. Und da habe ich halt inzwischen alle meine Sachen von Nana Haruta drin. Gucken, ob ich das jetzt so aufbekomme. Oh, na komm schon. Nee, geht doch. Yay. Hier, da sind meine ganzen Schätze drin. Und ja, das hier ist einmal so ein kleines Heftchen. Kriege ich das oben auf? Ich glaube schon. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Das ist halt in Japan erscheint Stardust Wing ja im Ribbon Magazine. Und das Ribbon Magazine hat ja immer so kleine Extras dabei. Das knistert jetzt leider ein bisschen. So. Ja, das hier ist wie halt so ein kleines Schulheftchen. Da sieht man auch Nana Haruta Reborn. Yep. Hier ist halt auch noch mal innen das kleine Bild, Linien. Und so sehen halt dann die ganzen Seiten aus. Ja, das ist halt das Heft. Dann habe ich mal von einer japanischen Brieffreundin, die selbst gerne das Ribbon Magazine kauft und liest, diese Seite hier bekommen. Und zwar ist das eine Illustration von Nana Haruta, so zu Neujahr gewesen von Stardust Wing. Das war jetzt, ich glaube, es war jetzt für 2013, also Neujahr 2013 gewesen. Ja. Das ist halt eine Seite aus dem Ribbon Magazine und sie hat mir das halt wie so eine Art Mini-Poster geschickt. Ich fand das eigentlich total süß von ihr, weil ich meine, das hätte sie ja nicht machen müssen, aber sie weiß halt, dass ich das total gerne mag, dass ich die Zeichnungen halt liebe und dann hat sie mir das halt geschickt und das fand ich dann auch total lieb von ihr. Dann habe ich hier, den habe ich mal auf eBay ersteigert, von Love Bearish, so einen kleinen herzförmigen Spiegel. Den kann man auch öffnen. So. Und da ist dann halt nochmal
so ein kleiner Kamm drin, auch in so einer Herzform. Da steht dann auch nochmal Love Bearish drauf. Hier. Den finde ich auch total niedlich. Das hier habe ich auch von eBay. Das ist von Crazy Little Cactus, so wie er halt in Deutschland heißt. Eigentlich heißt der halt, ich glaube, er heißt Saboten no Himitsu. Und das bedeutet so viel halt wie das Geheimnis des Kaktus. Und ja, deswegen steht hier auch Sabotens Secret. Weil Saboten ist halt der Kaktus und Himitsu ist das Geheimnis. Und ja, da sieht man halt Miku vorne drauf. Das ist ja der Hauptcharakter aus dem Manga. Das ist so eine kleine, bisschen durchsichtige bedruckte Tasche, die man für Make-up oder sonst was nehmen kann. Dann habe ich hier einen Stift, auch von Crazy Little Cactus. Das ist so ein Gelstift, den habe ich mal geschenkt bekommen. Den benutze ich auch nicht, weil ich ihn so toll finde. Natürlich, Gelstifte gibt es hier auch, aber ich finde halt das mit dem Druck total cool. Dann habe ich das hier. Das ist von Chocolate Cosmos. So eine kleine bedruckte Make-up-Tasche. Die ist gold mit lila und ich finde das halt total cool gemacht. Die habe ich auch mal bei eBay gefunden und habe sie mir dann ersteigert, einfach weil ich es total cool fand, was von Merchandise halt von einem Nana Haruta Manga zu finden. Und dann musste ich das irgendwie kaufen und teuer war es jetzt auch nicht. Und ja, habe ich mir dann gekauft. Und das letzte, was ich habe, sind diese Charakter-Cards. Und zwar liegen die halt immer der Erstauflage von den Stardust Wing Bänden bei und ich habe bisher alle. Das ist halt jetzt die neueste von Ayane. Die von davor ist von Mari. Kurumi. Der Hinata mit den dunklen Haaren. Beni finde ich ja persönlich total süß irgendwie, weil sie ja, eigentlich ist sie ja noch zu jung, aber sie will halt trotzdem immer mitmischen. Ich finde es immer total niedlich, wenn sie auftaucht. Dann haben wir hier Nanoka. Ja, und schon wieder hat meine Kamera gerade gestreikt. Naja, egal. Also hier habe ich dann noch halt die Karte von Anna. Was ich bei Anna ganz lustig finde, ist, sie hat mit mir zusammen Geburtstag. Mein Geburtstag ist nämlich der 10. März und der von Anna ebenso. Da musste ich dann total lachen, als ich das gelesen habe, weil da stehen ja auch immer die Daten so drauf. Dann haben wir hier Mashiro. Oh, Mashiro ist so cool, ich weiß nicht. Also wirklich, für den habe ich dann so eine kleine Schwäche. Also, ich weiß auch nicht. Ich finde den irgendwie toll. Ich liebe das immer, wenn der auftaucht. Der ist so voll abgeklärt. Der weiß immer, worum es geht. Wenn die anderen keinen Durchblick haben, Mashiro hat ihn sicher. Ja, und hier haben wir halt Sho. Ja, jetzt stehen ja nur noch zwei Bände aus. Also wir sind ja jetzt gerade beim 9. Band. Und es gibt ja leider nur 11. Das heißt, welche Karte auf jeden Fall noch kommen wird, ist die mit Hinata, also dem hellhaarigen Hinata. Und ansonsten weiß ich es gar nicht. Wer könnte denn noch kommen? Vielleicht jemand, der dann noch erst in den zwei Bänden, die jetzt kommen, auftaucht? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, aber Hinata fehlt auf jeden Fall noch. Der muss auf jeden Fall noch kommen, also entweder im nächsten Band oder eben dann im letzten Band muss auf jeden Fall seine Charakterkarte noch kommen, weil wie gesagt, ist bisher nur der andere Hinata da. Und ja, ich war übrigens von Anfang an für Hinata. Hinata war immer
so mein Liebling. Ich habe immer gedacht, ja, Anna und Hinata, das wäre toll. Die, die den Manga kennen, werden jetzt auch wissen, was ich damit meine. Die, die ihn nicht kennen, werden sich denken, hä, wer ist Hinata? Wer ist Anna? Was redet die da überhaupt? Egal. Ja, auf jeden Fall finde ich das ganz cool, dass das dabei liegt. Hier heißt es ja Lesezeichen. In Japan sind das halt ganz normale Charaktercards. Ich weiß auch nicht, ob die da in dem Format sind. Ich finde es aber total cool und habe die auch immer schön aufgehoben und immer geguckt, dass ich dann auch die Erstauflage bekomme. Und ja, das ist dann auch schon meine kleine, aber feine Sammlung. Wie gesagt, besitze ich auch alle Manga-Bände. Entschuldigung, die von Nana Haruta auf dem deutschen Markt rausgekommen sind. Also alle Bände von Stardust Wing, von Love Bearish, von Crazy Little Cactus und von Chocolate Cosmos kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihre Manga sind storytechnisch nie langweilig. Also es ist Romance, es ist Shoujo-Manga, aber sie sind nicht langweilig. Es ist nicht das immer gleiche Dagewesene. Sie sind abwechslungsreich. Man kann sie sich durchaus mehrmals durchlesen. Und ich finde auch, dass ihre Charaktere sich nicht zu sehr ähneln. Also bei manchen ist es ja wirklich so, dass man, wenn man in den einen Manga reinguckt und dann in das Folgewerk reinschaut, sehen alle Mädchen mit langen Haaren irgendwie gleich aus, wenn es von derselben Zeichnerin ist. Das ist bei Nana Haruta nicht der Fall. Ich finde, man sieht deutlich Unterschiede. Sie hat es eben drauf, den Leuten verschiedenes Aussehen, verschiedene Charaktere zu verpassen. Die ähneln sich nicht alle so. Und deswegen, wer da mal reinlesen möchte, sollte das auf jeden Fall tun. Ihre Manga sind sehr toll. Ich kann es jedem ans Herz legen. Und wie gesagt, ich hoffe, es gibt irgendwann auch mal ein Artbook oder so von ihr. Das wäre natürlich für mich der Traum. Wirklich der Traum. Ihr seht schon, ich bin Fan mit Leib und Seele. Dann will ich euch gar nicht so sehr damit zuschwafeln. Ich habe jetzt wieder sowieso viel zu lang geredet, für viel zu wenig Zeug und ja, entlasse euch hiermit. Dann wünsche ich euch viel Spaß und falls ihr auch Manga von Nana Haruta mögt oder so, könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, welches denn eure Lieblingsreihen von ihr sind, welches eure Lieblingscharaktere von ihr sind oder wenn ihr vielleicht nach diesem Video Lust habt, mal einen Manga von ihr zu lesen. Dann könnt ihr mir ja vielleicht schreiben, für welchen ihr euch entschieden habt. Das würde mich nämlich auch interessieren. Oder wenn ihr ein Review zu einem Nana Haruta Manga haben wollt, also wenn ihr wollt, dass ich euch vielleicht mal zu dem einen oder anderen, zu der einen oder anderen Reihe halt von ihr mehr erzähle, dann könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben. Das mache ich nämlich dann auch sehr gerne. Ich muss es halt nur wissen, ob da überhaupt Interesse besteht. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und das war's auch schon. Ciao!